Meine Fresse, ich sehe so abnormal scheiße aus mit diesen Frisuren. Ne? Lege mich am Arsch. Hola! Hola, hörst du mich? Hallo, ja. Kannst du mir kurz den LKW leihen, bitte? Für was denn? Bitte leih mal kurz, ich muss ein paar Meter fahren. Ja, steig ein. Okay. Kannst du mich bitte zur Garage fahren? Ja, da hinten ist sie doch. Sie, aber ich hatte keine Lust mehr zu laufen. Oha, bist du faul. Danke schon. Ein schönes Tag für dich. Ja auch. Kann ich dich anrufen, wenn ich mal wieder wohin muss? Ja, klar. Gibst du mir den Telefonnummer, bitte? Danke, Herr Bohns. Darf ich dann auch haben? Sieh, du kriegst du meins. Hier, warte. Damit du weißt, wer dich anruft. Was machst du mit dem LKW? Ein bisschen Geld. Was arbeitest du? Holz. Also Holz, Blanken, also. Ja, dann mach doch Drogen. Ja, wie denn? Ich bin alleine. Ja, ob du bist du alleine oder nicht, ist doch scheißegal. Guck mal, du nimmst so einfach deinen LKW, du flugst du Drogen, machst du Drogen in deinen LKW, verkaufst du Drogen, fertig. Ja, und dann kommt eine Gang und will Geld dafür haben. Welche Gang? Das weiß ich nicht so genau, aber mir wurde gesagt, also der gehört ja nicht mal mir, ich bin seit gestern da. Die wollen Geld, wenn du Drogen machst. Ja. Aber warum sind doch deine Drogen? Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, deine Typ meinte so, ja, das ist so die Regelung und wenn du denen nicht das Geld gibst, dann stecken die deine Knarre in den Mund. Ich hatte schon mal mit so einer Problematik zu kämpfen. Sie nannten sich Blutenklen. Ich habe mit meiner Gruppierung einfach den ganzen Blutenklen auseinandergepflückt, sodass sie kein Geld mehr von irgendwas genommen haben. Ich werde mich der Problematik annehmen, versprochen, sodass du bald in Ruhe deine Drogen machen kannst. Perfekt. Das Ding ist halt, jeder, der hier so einen Pounder vermietet, es sind ja nicht mehr viele, die sowas vermieten. Aber jeder, der es noch vermietet, der hat halt Angst, wenn du mit dem Drogen machst, dass sein Wagen dann weg ist. Warum weg? Wegen den Bullen? Nee, wegen den Gangs. Die Gangs nehmen dich hoch. Okay, dann ich werde mich darum kümmern. Ich rufe dich an, wenn ich fertig habe. Ja, perfekt. Okay, bis später. Ciao. Wisst ihr noch, Freunde? Wir haben BTC, haben wir den Arsch aufgerissen. Hey, ist für die Leute, Moritz am Apparat. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hola, Moritz, ich bin der Miguel. Hallo, Miguel. Moritz, ich habe eine Frage. Ich habe gehört, wenn irgendeine Person ein Drogen macht, weißt du? Dann kommen die Gangs, nehmen dem alles ab, klauen sein LKW und bedrohen den mit Waffen. Ist dir sowas schon mal zu Ohren gekommen? Ich glaube, sowas ist schon ein paar Mal passiert, aber bis jetzt habe ich selber davon noch nichts gehört. Ich verstehe. Weil wenn das so ein Gang und Regelung ist, weißt du, dann reiße ich denen quer den Arsch auf. Hallo? Jo, Ramon, hier ist der Miguel. Hörst du mich? Ja. Okay, pass mal auf, ich hab mich umgehört jetzt. Ja. Das sind ja echt so Forzen, die das machen. Ja. Okay. Wie sieht das aus bei dir? Hast du Freunde? Nee, ich bin seit gestern da, wie gesagt. Und da hat man noch nie wirklich viel Kontakte. Seit gestern bist du erst da? Ja. Sonst hätte ich gesagt, nehmen wir deine Freunde, wir schicken die rein zu denen, die das machen als Kugelfutter und ich kann von hinten ballern, weißt du? Ja, aber du kannst den nicht alleine 10 Leute umknallen. Wetten, ich bin der goldene Rächer. Ich habe schon mal sowas gemacht. Ja, hast du irgendwie ein Auto, mit dem ich da kurz reinfahren kann? In die Leute? Pass mal auf, Ramon, ich überlege ein paar Dinge. Ich rufe dich später nochmal an. Jo, bis später. Hola. Jo, was geht, Mann? Ich bin ein einfacher Bürger, Jason, Mann. Hast du gehört, Jason, dass die Platz wohl angeblich hingehen, wenn jemand Kokain macht, dann wird er hochgenommen, mit Waffen bedroht und dann wollen die den Analpenetration machen und solche Dinge und nehmen den LKW ab und sowas? Also ich sag mal so, Mann, ich habe oft schon die Platz gesehen, Mann, und wie soll ich sagen, Mann, ich habe jetzt die bestimmt schon 10 Mal gesehen, so, ich mache das jetzt schon ein bisschen öfters hier. Und jedes Mal, wenn die vorbeigekommen sind, dann haben die gesagt, hey, pass mal auf, was hast du für eine Karre? In meinem Fall Celica. Da sagt er, okay, weißt was, gib mir $500 und kannst weitermachen, Mann. So war es bis jetzt bei mir, Mann. Ja, aber warum? Das sind doch nicht denen ihre Drogen. Ja, scheinbar schon, Mann. No.
Wie sagt man hier im Land? Ich fick die. Aber ich wollte das eh nur sammeln, damit die mich abziehen, damit ich die fertig machen kann. Echt? Aber okay. Das wird nicht passieren, Mann. Weil, warum? Ja, was heißt, außer du sagst so, nee, ich zahle nicht. Oh. Ja, natürlich zahle ich nicht. Die Pflanzen können... sind abgestorben, Mann. Was ist passiert? Dreckspflanzen! Okay, ich gehe 3 Kokain verarbeiten. Mach's gut! Jo, haust du rein, Miguel. Pass auf dich auf. Ich glaube, du wirst das brauchen, Mann. Glaub mir, du wirst meinen Namen öfter hören, wenn ich Bürgermeister bin. Der goldene Recher regiert den Staat, kein Problem. Ja, Mann. Hola, Flavia! Ich war gestern da und hab dich gesucht. Wir wollten zusammen deine Wohnung aufräumen und du warst nirgendwo. Ich räum dein Bude nicht alleine auf. Aber warum nicht? Ich möchte nicht. Ich verstehe. Ich habe viel mit dir zu bereden. Ui, dann fang an. Erstmal, ich muss was ganz Wichtiges machen mit dir. Warum warst du beim Friseur? Und warum trägst du ein Lätzchen? Beim Friseur bist du nicht dabei gewesen? Ui, doch, aber du hast es doch schon wieder umgeändert. Oh no, mon Dieu, die sind vom Fahrtwind nach hinten. Jetzt, die sind wieder puschig und plüschig. Ich sehe immer noch aus wie ein Penispiece. Ich möchte eine Änderung machen. Soll ich das wieder nehmen, wie immer? Ui, dann erkenne ich dich wenigstens. Den Leute auf mein Oberkörper gelenkt sind und mir nicht auf den Kopf gucken. Deswegen lasse ich mein Pullover aus. Warum hast du die Hose dann noch an? Dann hätten wir wenigstens was zu lachen. Setz dich zu mir. So, jetzt erzähl mir die Geschichte. Okay, pass auf. Also, ich muss ein bisschen ausholen davor. Es ist in der Gegenwart und in der Vergangenheit, okay? Ich versuche das so verständlich wie möglich zu erzählen. Ich höre zu. Es ist folgendermaßen. Ich habe eben gerade einen Typ getroffen, kurz vor einer Garage, mit einem LKW. Und ich habe ihn gefragt, ob der mich zu der Garage fahren kann, weil ich hatte keine Lust mehr zu laufen. Dann hat er gesagt, sieh, ich kann das machen. Er hat mich hingefahren, wir haben kurz unterhalten. Und ich habe ihn gefragt, was arbeitest du so? Und er sagte, ich mache ein Holzgeschäft. Er hat es gesagt, du pass auf, ich würde gerne auch etwas machen, wo ich mehr Geld verdiene. Ich würde auch ein Drogengeschäft machen oder sowas. Aber er sagt, er ist erst ein paar Tage im Staat und solche Dinge. Und das Problem ist, ihm wurde in ein paar Tagen Staat sein schon gesagt, dass er kann gar keine Drogen machen, wenn er nicht zu einer Gang gehört. Ich habe gesagt, warte, das musst du erklären, Ramon, was ist das Problem, wenn du nicht zu einer Gang gehörst? Und er hat gesagt, dass die Gangs den Drogenrouten für sich eine Beanspruchung machen. Das bedeutet, wenn jemand, der nicht zu einer Gang gehört, den Drogen macht, entweder sie stecken den Waffen in den Fresse von dem und verscheuchen ihn ganz dort, weil er das gar nicht machen darf, oder sie nehmen Geld von denen, oder im Fall Ramon zum Beispiel, sie stellen seinen LKW komplett. Deswegen die Leute, die Pounders verleihen zum Beispiel, sie verleihen nicht mehr so gerne einen Pounder, weil ansonsten die Gang das kaputt macht. Wenn die Leute damit einen Drogen machen, verstehst du? Welche Gang ist das denn? Alle Gangs? Ja, so wie ich gehört habe, alle. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Geschichte. Kurz nach Tanoa bin ich nicht direkt hier gereist, sondern ich habe in einer anderen Stadt noch kurz gewohnt. Kennst du meinen Pullover mit dem P drauf? Ja, das P, ich habe schon mal erzählt, steht für El Poncho. Ich war in diesem Stadt in einem Zeugenschutzprogramm. Ich war auf der Abschlussliste vieler Menschen, weil ich mich für etwas eingesetzt habe. Ich habe dir mal erzählt, dass ich einen Gang hatte, die Goldenen. Ui, davon hast du erzählt. Das ist kein Spaß gewesen oder sonst was, sondern in diesem Staat, in dem ich mich befunden habe, ich hatte diesen Gang. Wir sind einige Leute gewesen, die sogenannten Goldenen, und wir sind, wie soll ich sagen, so etwas gewesen wie Zorro, weißt du. Wir haben uns eingesetzt für Leute, denn es hat eine große Organisation gegeben, es nannte sich den Bluten Clan. Den Bluten Clan mit der Anführerin, so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, keine Ahnung. Das war das BTC. Sie, richtig, BTC, Bluten Clan. Und dieses BTC hatte eine ganz asoziale Sache gemacht. Und zwar, sie haben damals eine Drogenroute, die eigentlich nur von allen benutzt werden musste. Sie haben das genommen. Sie waren die größte Organisation in dem ganzen Staat. Sie haben das Drogenroute genommen, sie haben sich draufgestellt und sie haben ein Wegzoll
haben bezahlen lassen von den Leuten. Du musstest 20, 30, 40, 50% von dem, was du hast, du verdient auf dieser Drogenroute. Sie haben dich abgefangen und genommen von dir. Wirklich? Sie. Wow. So dass manchmal Leute, weil sie am Anfang abgefangen worden sind und am Händler am Ende noch einmal, damit die geraubt haben, sind nur mit 10% oder so daraus gegangen. Sie hätten sich den ganzen Tag eine Arbeit sparen können. Wir haben den Goldenen gegründet. Das bin ich gewesen und noch ein paar andere Leute. Wir haben das gegründet. Ja, wie soll man sagen, wie sagt man hier in diesem Land? Wir haben den rasiert, alle. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass diese ganze Blutenklen, BTC, Quatschhaufen, wir haben so lange auf links und rechts gedreht, dass sie sich nicht mehr aus ihrer Scheißhut herausgetraut haben. Wir haben die unter Kugelhagels gesetzt, so sehr, dass wir irgendwann nur noch mit goldenen Fahrzeugen durch denen ihre Hut gefahren sind und die Angst gehabt haben und haben sich in ihren scheißverfickten Hauses drin versteckt gehabt. Aber was ist das für ein Staat, wo irgendein BTC der Meinung ist, den Menschen hier zu unterdrücken? Aber dir ist klar, wenn du bei der Scheiße dabei bist, ne, dass wir uns mit einigen Leuten hier anlegen müssen. Oh wey, ich bin dabei. Hallo? Hola Ramon, hier ist Miguel. Oh, hi Miguel. Ramon, komm mal zu meinem Haus, das ist in Sandy Shores, da drüber. Perfekt. Und dann kommst du hier? Ja, genau. Okay, bis gleich. Ich ruf dich kurz davor an, bevor ich zu dir komme, okay? Okay, bis gleich. Bis gleich. Hola. Also, muss man sagen. Bonjour. Das hat mich ein wenig drin verirrt. Wer du bist du? Ich bin Phil. Phil Blackburn. Phil. Ja, ich war beim Drogenmachen. Wollte ein bisschen Geld verdienen und dann meinte einer von den, ich weiß gar nicht mehr, Ballers oder Bloods war es, meinte dann halt ankommen zu müssen und alleine mich dann halt meinen zu müssen, mir glaube ich, er wollte 90% haben. Du sprichst das übrigens sehr laut, kein Problem. Aber hör mal, da sind wir beim Thema, Flavia. 90% wollte der haben von deinen Drogen. 90%, genau. Anderes Thema. Genau das Thema. Warte, bei wem musst du anmelden, um ein Drogen zu machen? Also aktuell ist es so, dass es sehr undurchsichtig ist. Aktuell, also bis vor 2 oder 3 Tagen war es so, dass du dich bei der Grove Aztecas anmelden musstest, wenn du LSD machst. Dann hast du den, sie haben meistens so zwischen 25 und 40% genommen. Aber du gehörst zu keiner Gang oder sowas, ne? Also nicht, dass du losrennst und erzählst irgendwem, ja, guck mal hier, die wollen den Arsch aufreißen von den Leuten. Ich kann dir auch gerne nochmal meinen Ausweis zeigen. Ich bin bei niemandem. Ja, aber wenn du bei einem Gang wärst, der wird doch irgendwie jetzt nicht auf deinen Ausweis stehen, du bist eine Gang. Jo, Ramon! Hallo, Miguel. Wir verschieben unser Treffen auf morgen Abend, bist du da? Ja, klar bin ich da. Es ist gerade die Hulle. Jeder hat Kopfschmerzen im Wechsel. Man kriegt kein Gespräch zusammen hin. 18 Uhr, bist du da? Ja, klar. Dann lass uns ja treffen morgen. Ich rufe dich an. Ja, gut. Bis morgen. Okay, bis morgen. So. Soll ich mal gucken, ob du also Verbrecher fangen kannst? Wenn wir dich entführen? Nee, bitte nicht. Sollen weißt wir mal gucken? Wenn wir es nicht machen? Flavia! Bitte. Sollen wir mal gucken, ob der Verbrecher fangen kann? Der kriegt uns nie. Fängst du ich uns? Vielleicht nicht, aber meine Kollegen sind da schon sehr kompetent. Das versuchen wir. Okay. Oh, Miguel. Hier, oh, nimm das. Die folgen mir. Oh, die wissen, wo ich bin. Oh, und ich habe einen Wagen geordert. Ich komme so in den Knast davor. Ich komme so sehr in den Knast davor. Das ist nur ein Test gewesen. Du hast gewonnen, du kannst Verbrecher verfolgen. Hola, ich renne gerade. Gute Frage, wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ohne Auto? Ich bin im rosa Wagen. Wo genau? Wo bist du? Ja, die fahren gerade mit Blaulichtern vorbei. Ich bin wieder Richtung PD unter der Brücke. Ich rauf gerade in Richtung Highway auf jeden Fall. Ui. Aber einer ist hinter mir, der wird denen die ganze Zeit sagen, wo ich bin, ist das Problem. Also. Oh, die kommen mit dem Blaulichtwagen. Scheiße, warte.
jetzt wieder. Doch. Das kommt gleich erst noch. Kommt zu dem Eingang von dem Casino. Ich versuche wieder hochzufahren. Ich spring dann in dein Auto rein. Ich glaube, ich sehe dich sogar gerade. Aber ich fahre so schlecht. Kein Problem. Oder du gehst Beifahrersitz. Ich mach das. Lass das ran. Ich fahre auch scheiße, warte, aber egal. Siehst du mich oder dreh ich? Ich sehe dich gerade. Ich komme gerade auf dich zugelaufen. D'accord, ich steig aus und will auf den Beifahrersitz. Sieh. Wo ist der andere? Der verfolgt mich noch. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, der ist wahrscheinlich in eine Blume gelaufen oder so. Ich glaube, ich bin jetzt ein Fahndungsliste. Wahrscheinlich.